Wenn ihr das hört, solltet ihr unbedingt vorsichtig sein. Ich denke, jeder von uns wird wissen, dass es überall in Deutschland, in Dörfern und in Städten verteilt, Sirenen gibt. Diese Sirenen stammen meistens eben noch aus dem Zweiten Weltkrieg und werden heutzutage hauptsächlich genutzt, um eben Probealarme durchzuführen oder eben um die Feuerwehr zu alarmieren. Doch es gibt tatsächlich einen Alarmton, der über die Sirenen kommt, den ihr unbedingt kennen solltet, weil dies ist der Katastrophenalarm, der zum Beispiel wahrscheinlich auch kommen würde, wenn es zu einem Atomschlag oder anderen schrecklichen Dingen kommt. Und dies ist eben ein langer Ton, der zweimal unterbrochen wird, gefolgt von einem durchgehenden, 12 Sekunden anhaltenden langen Ton. Dies ist der Katastrophenalarm und wenn er kommt, droht eine hohe Gefahr. Am besten bringt ihr euch dann in Sicherheit und guckt eben im Fernsehen oder übers Radio, was für Botschaften mitgeteilt werden, wie ihr euch verhalten sollt.